Du siehst aus, als hättest du was zu sagen. Ich habe eine Frage. Aber wirst du sie auch beantworten? Raccoon City. Dieser Vorfall, er hat alles verändert. Man rettet einen und 100 andere sterben. Ich habe mich verändert. Du? Leon Scott Kennedy? Du hast dich nicht verändert. Das bildest du dir bloß ein. Die Frage ist, hast du dich verändert, Ada? Oder benutzt du mich nur wieder? Was denkst du? Wir sind da. Denk nicht zu viel nach, Hübscher. Wir sehen uns. Immer das Gleiche. Was? Ja, mal gut, dass wir selber nicht fahren mussten. Willkommen, Freunde. Weil wir kannten den Weg ja auch gar nicht. Ich hoffe, dass wir unterwegs nochmal ein bisschen Loot einsammeln können. Wie gesagt, mit der Munition sieht es ziemlich knapp aus. Heilung, naja, geht so, ne? Ashley. Da bist du. Übel, übel. Ach du Scheiße, die haben ja Maschinengewehr mit Zielfernrohr. Ist natürlich nicht gut. Shelly jetzt ist in Ordnung, aber wir müssen trotzdem noch ein paar Fässer mitnehmen. Junge, mit der Munition kommst du nicht weit. Also wir müssen da irgendwie dahinter kommen. Ja, da ist der Händler. Bin hier als Pendler. Oh. Vertrieben von den kriegerischen Gottlosen finden wir uns im Exil wieder. Verdorrt ihr Gras. Ihr ist das Gras. Hakt der Wald ein Leben in Sühne, die Insel unserer Fegefeuer. Doch verzagt nicht, Brüder und Schwestern, unsere Zeit wird kommen. Toll. Toller Spruch. Ich brauche Loot. Mehr Munition. Mit Sprüchen kann ich die nicht bekämpfen. Ja, das ist ja schon mal was. Hab neue Ware, Fremder. Halt willkommen. Ich hab was Neues für dich, Partner. So, der Lippenruder, der seltene Quader, werde ich nicht verkaufen. Bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Seidenkristall, den nehmen wir auch nochmal. Besten Dank. So, haben wir da was zu tunen irgendwie? Ja, hier die Feuerrate. Hier, wie du es haben wolltest. 5000. Oder soll ich mich lieber mit... Nee, komm. Wir machen das so, wir decken uns mit Heilung ein. Ein paar Vorratskäufe. Gute Entscheidung. Wir sind zwar noch nicht im Finale, aber... Ich glaube, das können wir jetzt gebrauchen. Jetzt wird es nämlich hart. Deine Kohle oder dein Leben. Die angenehme Reise. Danke. So, und speichern werden wir hier nochmal. Er hat immer eine Schreibmaschine dabei. Das bewundere ich ja. So, genau. Gespeichert haben wir. Sehr gut.
Ja, super, hat ja toll funktioniert. Oh, ne, Alter. Ja, super. Alter, jetzt kommen die Elite-Soldaten hier. Mir wächst mal ein bisschen Munition. Steht nochmal auf. Einer hässlicher als der andere. Einer wichtiger. Oh, unser. Ganz aber nicht genug. Kollege da unten wartet. Aber keine Granate? Nee. Oh oh, warte mal, alt Freund. Noch wer? Ja, der ging sogar. Ich hätte mir den schlimmer vorgestellt. Jetzt, eigentlich könnte ich da oben stehen bleiben. Das ist gar nicht so schlecht. Nur Munition geht dann irgendwann aus. Den haben wir ja umgestellt, ne? Ah, hier sind ja auch noch Fächer, wollte ich gerade sagen. Sprachzentrum ist ja irgendwann kaputt, ne? Durch die ganze Konzentration. Wollte mir nicht Fächer sagen, sondern Fässer, aber das sind ja Gasflaschen. Mensch, jetzt stirb endlich. Hier mit eurem Pesetas. Ich brauche kein Pesetas. Ich brauche Kohle. Munition. Haben wir platt gemacht. Gucken wir, ob hier unten noch irgendwas liegt. Bring mal rüber. Munition, ja, super. Also es lohnt sich echt, jeden Zentimeter abzusuchen. Ja, 18 Schuss, naja. Magnum-Munition, oh. Super, aber wir haben die Magnum gar nicht.
Können wir denn hier was herstellen? MP-Munition. Ja, gut. Ach doch, wir können noch was herstellen. Ja, was dann jetzt gemacht? Hat es weggeschmissen oder was? Wo ist es hin? So. Packen wir die mal hier rein. Heilung können wir auch mal nutzen. Ganz gut, dass ich doch noch ein bisschen mehr mitgenommen habe. Sich von da ran. Kannst du hier nicht hoch oder rein? Nee. Ist ihm wieder zu hoch, ne? Unser Spitzensportler. Das ist ja noch beschissener. Nee, warte mal. Alter! Alles klar, Herr Kommissar. Wir brauchen gar keine Soldaten. Nee, jetzt leben die wieder alle, ne? Oh, ich war doch auf so einem guten Stand. Ich glaube, die Idee war gar nicht schlecht, dass die alle irgendwie zu mir kommen. Hock mich jetzt hier hin. Werde jetzt jeden erschießen, der hier hochkommt. Ja, es lebe die KI, oder? Kommt mal hoch. Super. Der nächste bitte. Ah, da kann er da ballern, wie er will. Der trifft mich sonst nicht. Ich bin hinter der Mauer. Der nächste bitte. Aber das regt ihn ein bisschen auf, dass er da irgendwie nicht hochkam. Nächste bitte. Der nächste bitte. Kommt, ich hab noch 10 Schuss. Encontrado.
Ja, dass ich keine Granate mehr habe. Okay, jetzt habt ihr mich einmal getroffen. So, 5 Schuss noch. Dann müssen wir auf die MP umsteigen. Ja, komm. Dauert zwar ein bisschen länger, aber so geht's auch. Ach, da ist er ja. So. Shit, was mit dem Maschinengewehr? Warum nimmt er das nicht? Witzig, da geht gerade einer hoch. So, dann lade mal schön nach. Das war eine magere Munitionsausbeute gewesen. Ach, jetzt kommt er wieder runter. Oh. Alter, was wir hier schon an Kohle eingesammelt haben jetzt. Ich will kein Geld. Ich will Munition. Oder ich brauche Munition. Bringen wir rüber. Wieder ein bisschen Munition. Sehr gut. Wo ist der Typ denn? Ach, da. Der letzte Überlebende sozusagen, ne? So, und jetzt um da hochzukommen. Ah, warte mal. Die muss ich gar nicht verstellen, da muss ich unter durch. Jetzt habe ich ein Problem, das habe ich ja vorhin festgestellt. Nee, es funktioniert nicht. Also er geht hier nicht rein. Super. Ihr seht das. Ja, toll. Um da reinzukommen, müssen wir die nochmal verstellen. Aber ich glaube, den müssen wir zweimal verstellen. Aber der muss zweimal da rechts, oder? Warte mal. Hier geht der ja auch nicht rein. Nee. Okay, dann gucken wir mal. Einmal nach da. Dann nochmal. Dann stellt er die wieder nach links. Hier noch was drin. Oh ja. Oh, das habe ich auch noch nicht gesehen, dass er irgendwie die Kiste nicht durchkriegt. Gehen wir hier nochmal hoch. Ist bestimmt auch noch was, oder? Ja. Cool, Munition. So, okay, doch, wir können von da rechts ran. Alles klar, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Das heißt, wir müssen...
Hier drüber. Dann hier lang. Jo. Und dann können wir hier nämlich auch hoch. Wundert mich, was die Suchscheinwerfer haben, wenn die mir nichts anhaben können. Oh, sehr gut. Karte aktualisiert. Oh, das wird bestimmt auch wieder ein riesiges Gebiet sein, ne? Ich hoffe, dass wir den Händler gleich nochmal sehen. Was Elektroschocker, ey. Noch wer? Wozu macht er immer so eine komische Abwehrreaktion? Achso, weil die so gammelig stinken hier wahrscheinlich, ne? Die Ekelviecher. Heute wird gefastet. Langsam nicht genug. Hartnäckig. So, da ist der Weg, da geht es wahrscheinlich runter, ne? Da ist hier nur eine Kiste. Hier ist so eine Kiste, okay. Ja, manchmal bin ich mir nicht sicher. Ich habe immer Angst, irgendwie, wenn ich dann zu weit gehe, dann geht die Story weiter, aber ich habe dann irgendwie nichts eingesammelt. Ich ärgere mich immer noch über die Szene da am Schloss. Das war mal eine knappe Sache. Der läuft manchmal so, als wenn er verletzt wäre. Aber die Energie sieht doch gut aus, ne? Nee, doch nicht. Gar nicht so. Geht besser. So, herstellen. Ja, gut. Herstellen. Super. Munitionen. Sogar einen Bonus bekommen. Das ist ja sehr nett. Okay. Ist natürlich geil, ne? Also keine Frage, die MP ist super, aber ist halt ein bisschen ätzend, dass man immer die Probleme hat mit der Munition, dass sie viel zu schnell leer ist. Vorsichtiger. Wo bist du? Warten Munition. Was, der muss mich da ja durch diesen Spalt schon gesehen haben. Warte, hier ist leider nichts. Hier ist noch ein Pflänzchen.
Ein Raketenwerfer? Ach du Sch... Das ist nicht gut. Oh. Ich würde sagen, kommt mal alle hierher. Kann ich euch hier in eine Ecke vernaschen. Noch wer? Jemand ein Problem? Auf dem PC da so noch ein schönes Fass. Klar. 20 Schuss wieder, sehr gut. Geht doch, ey. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wieder Magnum-Munition. Dem Weg. So, komm. Wow, wir sind jetzt schon bei... Können wir hier runter? Nee, ne? Ich dachte, ich hätte noch Munition liegen lassen. Okay, dann geht's weiter. Oh, gar nicht so schlecht, dass wir da lang gelaufen sind. Oh, noch mehr Munition. Pistole ist aber auch sehr effektiv geworden jetzt. Also, klar, wenn du so einen riesen Typen da hast irgendwie, den musst du natürlich mit was anderem killen. Was anderes habe ich nichts übersehen. Aber so grundsätzlich ist das schon in Ordnung. Wieso leistet. Wäre nett, wenn jetzt der Händler wieder auftauchen würde. Ich habe jetzt nämlich einen Haufen Kohle. Ich möchte gern speichern. Halten Sie Ashley hier fest? Da kommt mal her, ihr mit euren Fernwaffen hier. Ja, nützt die schusssichere Weste auch nichts mehr. Okay, da dürfen wir nicht auf den Kopf schießen. Echt jetzt? Oh. So, da geht's auch lang. Da geht's dann zur nächsten Tür, oder? Ah, okay.
Hier, bevor wir da reingehen, gucken wir nochmal woanders. Zwar hier hinten das Gebiet, das schauen wir uns nochmal an. Hier noch irgendwas liegt da, Loot oder so. Ah, ich wusste es doch. Irgendwas passt. Irgendwas kommt. Elegante Krone. Wow. Wird echt Zeit für den Händler, ne? Oh, sehr gut. Viel Munition. So, ich höre auch wieder so ein Püppchen, so eine Figur. Wo sie die wieder platziert haben. Also wenn die sehr offensiv sind, dann würde ich sie ja killen. Ansonsten lasse ich sie einfach leben. Obwohl, die leben ja nicht, das ist eine Mechanik. Nee, egal. Komm. So, hier geht's auch rein, oder? Hier komme ich wohl nicht rein. Okay, super. Ich dachte schon. Ich muss einen anderen Weg finden. Bin ich ja ganz froh, weil ich ja da oben auch noch den Ort hier durchsuchen wollte. Den Raum und, genau. Guck mal hier mal. Fass, das ist sehr gut. Wo ist jetzt hier wieder eine Sprengladung? Da ist eine Schreibmaschine, ne? Oh, Seidenkristall, sehr schön. Oh, wir können speichern, Freunde. Das ist doch sehr geil. So, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir machen an dieser Stelle auch Schluss. Lasst mal ein Abo oder Like da und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Wir haben jetzt 33 Minuten voll. Das müsste reichen. Bis dahin.